Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und in diesem Video zeige ich euch eine Make-up-Technik, Lidschatten aufzutragen, die jeder kennen sollte. Und zwar ist das das Halo Eye. Das ist so eine der Basic-Techniken, wie man Lidschatten auftragen kann. Und es ist, finde ich, eine sehr schöne Technik, um das Auge größer wirken zu lassen und ein bisschen rundlicher. Falls euch also interessiert, wie man ein Halo-Eye schminkt, bleibt unbedingt dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Falls du dich generell für Make-up-Tutorials interessierst und das erste Video ist, das du von mir schaust, dann abonniere noch schnell hier unten rechts meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich sag's ja eigentlich in jedem Video, in dem ich erkläre, wie man Lidschatten auftragen kann, aber ich sag's heute trotzdem nochmal, falls das erste Video ist, das ihr von mir sehen solltet. Ihr könnt natürlich alle Lidschattenfarben benutzen, die ihr möchtet oder die ihr zu Hause habt. Ich werde das heute der Einfachheit halber mit braunen Tönen und generell neutralen Farben zeigen. Aber ihr könnt das natürlich auch in bunt machen, ihr könnt es auch in einem rosa Stich machen oder was weiß ich, ganz wie ihr möchtet und wie es am besten zu euch passt. Und auch diesen Punkt kann ich nicht oft genug wiederholen. Benutzt unbedingt einen Lidschattenprimer, so kommen die Farben richtig schön raus und euer Lidschatten hält den gesamten Tag. Ich trage Lidschattenprimer gerne mit dem Pinsel auf, ihr könnt es aber natürlich auch mit den Fingern machen. Und für die Platzierung der Lidschatten hole ich euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr genau seht, wo was hingehört. Los geht's mit einem neutralen Braunton, den ich in meiner Lidfalte auftrage. Die meisten von euch spüren ja, wo genau die Lidfalte liegt und gehen dann mit dem Pinsel direkt rein und das ist auch genau richtig so. Was ich euch allerdings noch empfehlen kann, ist den Pinsel nicht gerade auf das Auge zu halten, sondern so ein bisschen von unten. So verblendet ihr den Lidschatten nämlich nicht nur in der Lidfalte, sondern auch minimal darüber. Und so kann man den bei geschlossenem Auge auch noch sehen. Das ist ja eigentlich nur so eine minimale Sache, wie man den Pinsel anders halten kann. Und die Bewegungen, die man mit dem Pinsel macht, bleiben eigentlich auch exakt die gleichen. Aber einfach dadurch, dass der Pinsel anders gehalten wird, bekommt man am Ende ein ganz anderes Ergebnis auf dem Auge. Ich trage diesen Lidschatten übrigens in der Lidfalte von ganz nach hinten bis ganz nach vorne auf. Lasse da also auch keine Stelle aus. Und um die Übergänge jetzt richtig weich zu bekommen, nehme ich nochmal einen Lidschattenpinsel ohne Farbe und gehe damit über die Übergänge drüber. Das mache ich einfach so lange, bis die richtig schön weich ausgeblendet sind. Für den nächsten Schritt nehme ich jetzt einen Lidschatten, der ein bisschen dunkler ist als der, den ich gerade benutzt habe. Und außerdem wähle ich einen kleineren Lidschattenpinsel, um diesen Lidschatten aufzutragen. Wichtig beim Halo Eye ist jetzt, dass ihr die Mitte des Augenlides freilasst. Das bedeutet, ihr tragt diesen dunkleren Lidschatten jetzt nur im äußeren V und im inneren V auf. Teilt euch mal in Gedanken das Augenlid in drei gleich große Teile. Und der Teil über eurer Iris bleibt so gut es geht frei von Lidschatten. Und die Übergänge zur Lidfalte werden natürlich wieder verblendet, dafür nehme ich den Pinsel aus dem Schritt vorher. Die Lidfalte sollte nämlich weitestgehend nicht dunkler werden, sondern ihre Farbe so ungefähr behalten, wie sie jetzt ist. Versucht auch im äußeren Bereich des Auges den Lidschatten nicht zu weit nach außen Richtung Augenbraue zu blenden, denn auf diese Art würde die Platzierung ihren runden Charakter mit diesen Dritteln verlieren und die Wirkung würde ganz anders sein. Den gleichen Braunton verwende ich jetzt übrigens auch am unteren Wimpernkranz und blende den dort einfach aus, damit das insgesamt einfach schöner zusammenpasst und so ein bisschen harmonischer aussieht. Je nachdem, wie intensiv ihr euren Lidschattenlook haben wollt, könnt ihr das Braun natürlich auch ein bisschen heller wählen oder generell welche Farbe ihr auch immer benutzt. Es muss bei euch nicht so dunkel werden wie bei mir. Ich treibe das jetzt allerdings noch ein bisschen auf die Spitze und benutze einen schwarzen Lidschatten und gehe damit in die ganz äußeren Ecken sozusagen, um die nochmal ein bisschen hervorzuheben und mehr Dimension zu geben. Durch das Schwarz wirkt das Ganze nochmal richtig smoky und bekommt eben einen rauchigen Look. Das sollte aber auf gar keinen Fall großflächig ausgeblendet werden, sondern der Lidschatten sollte möglichst dort bleiben, wo er aufgetragen wird. Dafür platziere ich das Schwarz einfach erstmal dort, wo es hin soll. Und mit dem Pinsel, den ich auch für den dunkelbraunen Lidschatten verwendet habe, tupfe ich jetzt einfach auf die Stelle, wo das Schwarz ist, dass es sich sozusagen fast von alleine ausblendet, aber wirklich dort bleibt, wo es ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Schwarz noch geschminkt hättet oder ob es euch mit dem Braun allein schon gefallen hat. Natürlich haben wir die Stelle auf der Mitte des Augenlides aus einem Grund freigelassen, und zwar soll dort jetzt ein hellerer, schimmernder Lidschatten aufgetragen werden.
Dieser ist dann auch der Grund, warum das Auge im Endeffekt so groß wirkt und der Blick strahlend und offen. Einfach durch die Platzierung in der Mitte des Auges und dadurch, dass es eben ein schimmernder, heller Ton ist. Theoretisch könnt ihr den jetzt einfach so drauf auftragen, zum Beispiel mit dem Finger oder mit dem Pinsel, wie ihr das am liebsten habt. Damit die Farbe aber richtig schön rauskommt, könnt ihr auch einen Concealer auftragen auf das Augenlid. Das funktioniert eigentlich genauso, wie wenn ihr euch eine Cut Crease auftragt. So hat der Lidschatten nämlich etwas, wo er drauf haften kann und der Schimmer kommt besser raus. Achso, ich hatte gerade Concealer gesagt. Natürlich könnt ihr einen Concealer benutzen, ganz wie ihr das am liebsten habt. Die Cut Crease Technik auf Instagram wird ja meistens mit einem Concealer gezeigt. Aufgrund der Beschaffenheit von Concealer, weil der meistens ja doch eher so ein bisschen pflegend ist, damit das unter dem Auge nicht so trocken aussieht, würde ich euch aber eher dazu raten, einen Lidschattenprimer nochmal zu benutzen. Der rutscht nicht so schnell weg wie ein Concealer. Guckt dazu am besten gerade in den Spiegel und markiert erstmal, bis wo die Base überhaupt sitzen muss. Mein Spiegel ist da unten, deswegen gucke ich mal kurz nach da unten. Und bis dahin wird jetzt einfach die Base aufgetragen in einer dreieckigen Form, oben breiter als unten, also ein auf der Spitze stehendes Dreieck. Und beim Primer auftragen lasst ihr euch am besten auch ein bisschen Zeit und arbeitet den richtig schön ein durch tupfende Bewegungen. So verhindert ihr später ein Schmieren des Lidschattens. Auf diese Base drückt ihr jetzt euren schimmernden Lidschatten drauf und am besten wischt ihr den auch nicht zu sehr nach links und rechts, sondern tupft den wirklich und presst den eher in die Base rein, damit der Lidschatten wirklich dort landet, wo er soll und nicht außerhalb des Dreiecks verschmiert. Das sieht von der Platzierung natürlich noch einfach ein bisschen draufgeknallt und nicht wirklich eingearbeitet aus. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal den Pinsel, mit dem wir vorhin den braunen Lidschatten aufgetragen haben und tupfen mit dem auf die Übergänge drauf, erstmal ohne weiteren Lidschatten aufzunehmen. So können wir beide Farben so ein bisschen ineinander arbeiten, damit das nicht so draufgeknallt aussieht, sondern sich richtig schön in alles einfügt. Um den Effekt nicht kaputt zu machen, solltet ihr zwei Sachen unbedingt lassen. Und zwar zum einen Highlighter im inneren Augenwinkel aufzutragen oder Highlighter unter der Augenbraue. Das würde den Blick nämlich an andere Stellen lenken, wo ihr ihn haben wollt und eben den Effekt wieder zunichte machen. Was ihr allerdings machen könnt, um den Effekt des Halo Eyes noch zu verstärken, ist zum einen den Schimmerlidschatten auch noch am unteren Wimpernkranz genau in der Mitte aufzutragen. Quasi genau unter dem schimmernden Lidschatten vom beweglichen Augenlid. Da solltet ihr aber unbedingt in den Spiegel gucken, damit die Symmetrie passt am Ende. Außerdem könnt ihr den Effekt noch mit hellen und dunklen Kajals verstärken. Also mit dunklen Kajals außen am Auge jeweils und in der Mitte einen hellen Kajal. Achso, auf der Wasserlinie natürlich. Und so sieht das Halo Eye dann mit Mascara und falschen Wimpern aus. Ich finde, das macht nochmal einen riesigen Unterschied. Man kann einen Look erst dann wirklich bewerten, wenn die Wimpern drauf sind. Das macht es wirklich erst so richtig vollständig. Wenn euch mein Halo Eye Tutorial gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier oben nochmal mein Video zum Thema Cut Crease. Das ist eine ähnliche Technik, macht aber eine komplett andere Augenform. Falls euch das interessiert, schaut da auch gerne mal vorbei. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!